So, heute ist Samstag, der 12. März 2022 und wir melden uns mit einer neuen Live-Reportage von der Via della Plata, dem südlichen und unbekanntesten Jakobsweg. Ja, heute gibt es Natur pur. Wir sind jetzt aus Merida, der wunderschönen Römerstadt, hinausgegangen und schon nach 5 Kilometern waren wir an einem alten römischen Stausee. Ein Wunderwerk der römischen Baukunst wieder. Und aber jetzt, weitere 5 Kilometer weiter, sind wir tief in der Natur drin. Und das wird jetzt mein Freund Peter Scharfenberger aus Nürtingen sehr freuen, dieses Stück Video, weil er setzt sich ja für die Erhebung der schwäbischen Streuobstwiesen als immaterielles Weltkulturerbe ein. Aber nicht nur für sie, sondern für alle Landschaften, die die Kombination bieten zwischen Bäumen und landwirtschaftlicher Nutzung oder sonst wie Nutzung für den Menschen. Und diese Dehesa, wie man hier sagt, durch die wir jetzt gehen, ist eben das spanische Beispiel dafür. Es ist eine Kombination zwischen Steineichen, wie hier zum Beispiel eine wunderbar steht, und aber Weiden für Schweine oder aber auch Stiere haben wir vorher gesehen, und die Landschaft gleichzeitig pflegen. Und wie herrlich die Landschaft hier ist. Es ist bisher, muss ich sagen, für mich das schönste Stück auf unserem diesjährigen Abschnitt von Zafra weiter gen Norden. Ist einfach herrlich jetzt. Der Ginster blüht, was mir Erinnerungen auch an die Pfalz weckt, wo ich immer um die Jahreszeit gern unterwegs war. Und ja, viele andere Frühlingsblumen, auch schon Mohn haben wir gesehen. Und wir können ganz entspannt gehen. Heute Morgen hat man noch eine Warnung gelesen, dass man diesen Weg möglichst von Juni bis August nicht gehen sollte, weil schon einige Pilger von hier aus ihre letzte Pilgerfahrt angetreten haben, weil sie nämlich einen Hitzschlag bekommen haben. Davon sind wir heute weit entfernt. Wir können entspannt laufen, haben jetzt schon über die Hälfte unserer heutigen Strecke hinter uns und genießen jetzt einfach, dass wir mittags um 2 schon so weit sind und jetzt auch von der Straße weg sind, wobei die gar nicht so arg befahren war. Es war durchaus erträglich. Aber jetzt haben wir eben die nächste Zeit Naturgenuss pur. Und mit diesen herrlichen Frühlingsginsterblick auf dem Weg bergauf sage ich euch nochmal, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt fröhlich. Adios, hasta la vista, hasta luego. Fühlt euch, Olli. Bis zum nächsten Mal.